Jo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. In dem Video zeige ich, wie wir die folgende Transition machen. Dann hoffe ich jetzt natürlich, dass euch die Transition hier gefallen hat. Dann könnt ihr jetzt dranbleiben und wir kommen erstmal zu den Voraussetzungen, die ihr schon bei der Aufnahme beachten solltet. Oder so ein paar Tipps. Der erste Tipp, den ich an euch auf jeden Fall hätte, wäre nämlich, dass ihr am besten zu zweit seid. Dann kann nämlich einer den Stein werfen oder das Objekt, was auch immer. Wenn wasserdichtes Handy hat, könnt ihr das wahrscheinlich sogar mit dem machen, wäre auch eine Idee. Whatever, seid da kreativ mit, was ihr das macht. Und der nächste Tipp wäre natürlich, dass ihr möglichst nah mit dem Objekt, also in meinem Fall der Stein, an die Kamera geht, denn umso näher ihr dran geht, umso besser könnt ihr das dann mit der Maske regeln und umso besser sieht das einfach aus. Ist einfach so ein kleiner Tipp. Und was ebenfalls ganz wichtig ist, wenn ihr das Ganze aufnimmt, macht das auf jeden Fall Slow Motion, mindestens 50 FPS, 60 sind schon besser oder noch mehr, je nachdem was für eine Kamera ihr habt, aber auf jeden Fall mindestens 50 FPS für eine Slow Motion. Und dann kommen wir jetzt eigentlich schon direkt zur Nachbearbeitung. So, dann sind wir jetzt hier in Premiere drin, haben hier noch ein komplett leeres Projekt. Dann haben wir hier die zwei Aufnahmen. Das eine ist die Aufnahme von dem Stein, wie er hier kommt. Also hier seht ihr, wie er ins Wasser geschmissen wird. Die Aufnahme muss natürlich jetzt rückwärts abgespielt werden und auch noch in Slow Motion. Das heißt, hier gehen wir bei Geschwindigkeit 40% ein, denn ich habe mit 60 FPS aufgenommen. Und ist eine 40%ige Slow Motion möglich, also auf 24 FPS runter. Dann haben wir hier natürlich noch den Haken gesetzt bei Geschwindigkeit umkehren, das ist auch ganz wichtig. Und dann seht ihr jetzt schon, wenn wir jetzt das Ganze uns mal anschauen, wird hier der Stein aus dem Wasser kommen. Allerdings, das davor brauchen wir eigentlich alles nicht. Machen wir noch ein bisschen größer hier. Ich würde sagen, ab hier machen wir mal einen Cut. So. So, jetzt haben wir das Ganze gemacht, dann kopieren wir die Sehne einmal, STRG C, werden hier vorne, also normal ist hier das ausgewählt als erstes, wählen wir das hier aus, dann haben wir hier die Sehne nochmal drüber kopiert und überlegen uns jetzt, wo soll der Stein ungefähr das ganze Bild dann, also wo soll der Stein enden und das ganze Bild dann ausgefüllt werden. Ich würde sagen, da ist hier relativ mittig so, dann tun wir die obere Ebene hier einmal teilen. Das sollte so passen. Und dann beginnt schon das Coolste an allem, denn jetzt dürfen wir die Maske machen. Gehen wir hier einmal, blenden wir hier das mal aus. So, das ist der letzte. Mal anmachen. Und dann beginnt schon das Maskieren. Das heißt, hier einmal, ich mache das jetzt nur ungefähr, einfach aus dem Grund, dass hier nur ein Tutorial ist. Hier noch einmal und dann war es das schon. Dann ganz wichtig, hier Maskenpfad auf die einen Keyframe setzen. Dann haben wir hier schon mal den ersten Keyframe gesetzt. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter nach hinten, drücken hier nochmal auf die Maske, damit wir sehen, wie das so aussieht. Drehen die noch ein bisschen und ziehen die einzelnen Punkte nochmal so, dass die am Stein anliegen. Denn das Ganze soll ja doch auch halbwegs vernünftig aussehen. Umso mehr Punkte ihr habt, umso geringer die Abstände hier sind, umso schöner wird das auch am Schluss aussehen. Das heißt, hier kann man wirklich sehr viel Zeit drin verbringen und wenn ihr das Ganze mal für irgendwie wirklich einen Urlaubsfilm oder was weiß ich, wo ihr die Transition hier einbauen wollt, halt verwendet, würde ich das auch ein bisschen ordentlicher machen, als ich das jetzt hier gerade im Moment mache. Und ich würde sagen, wir springen jetzt auch gleich mal zu dem Punkt, wo ich das Ganze hier einmal kurz gemacht habe. So, dann habe ich jetzt hier einmal kurz die ganze Maske um den Stein gemacht. Das passt auch so ungefähr. Dann machen wir noch eine Sache und zwar sehen wir den Stein ja erst ab genau dem Punkt hier. Dann deswegen trennen wir hier die obere Ebene auch genau dort. Das heißt, das hier ist jetzt unsere Ebene, wo nur der Stein ausgeschnitten ist. Und dann kommt auch schon das nächste ins Spiel, denn jetzt haben wir natürlich noch die Ebene. Achso, nee, Moment. So. Jetzt haben wir hier die Ebene und dann ist natürlich so, dass der Stein an dem Punkt zwar eigentlich ganz gut aussieht und alles,
Allerdings könnte er doch durchaus einen Ticken größer sein, würde ich behaupten. Denn ja, der ist jetzt ja relativ klein, jetzt haben wir ihn schon ausgeschnitten. Und deswegen machen wir es so, wir machen ungefähr hier mal einen Keyframe hin. Es gehen so ein paar Sekunden einfach, und dann, das heißt ein paar Sekunden, das sind jetzt bei mir ungefähr eine halbe Sekunde nach vorne und ziehen dann den Stein so, ich würde sagen 180%. Gehen wir da mal ein bei der Skalierung und schauen mal. Ach, das könnte sogar fast noch ein Ticken größer sein, würde ich behaupten. Gehen wir mal 200% ein. Immer noch gar nicht so groß. So. Und jetzt müssen wir mal schauen. Na, ein bisschen schnell, machen wir noch ein bisschen mehr nach vorne hier so. Und jetzt sehen wir natürlich, dass es hier nicht mehr passt. Das heißt, wir müssen dort dann natürlich auch noch mit der Position ein bisschen mitgehen. Das heißt, wir setzen hier auch noch bei Position ein Keyframe und gehen dann ein bisschen nach unten und ein bisschen nach rechts hier. Könnt ihr einfach hier ein bisschen an den Zahn rumspielen, solange bis es einfach passt. So, passt das denn jetzt so weitestgehend? Ja, so passt das ungefähr. Und dann müssen wir jetzt natürlich noch unseren neuen Shot, der natürlich jetzt, zu dem wir jetzt überblenden wollen, oder übergehen, keine Ahnung, den müssen wir jetzt natürlich auch noch einbauen. Deswegen muss jetzt hier von der Aufnahme hier die Maske einmal mit Steuerung C kopiert werden. Da gehen wir auf die Aufnahme drauf, schauen wir mal kurz. Passt die so? Ja, gehen wir noch in die Slow Motion rein. Mache ich hier einfach auch kurz 40% von der Geschwindigkeit und dann. Ja, so sieht das doch super aus. Dann geht er hier auf Deckkraft drauf. Hier auf Deckkraft drauf. Und macht Steuerung vor, denn wir haben hier gerade noch die Maske kopiert gehabt. Und jetzt sehen wir schon. Der Stein. Also die Aufnahme ist die ganze Zeit auf dem Stein drauf, bis ungefähr an dem Punkt. Und jetzt können wir es so machen. Wir gehen einfach hier mit der Maskenausweitung. Schau mal, gehen wir hier, schau mal, wo es losgeht mit der Skalierung hier hin. Drücken hier bei Maskenausweitung einmal mit 0% drauf auf die Uhr. Und dann schauen wir jetzt hier so, dass es ungefähr passt. So. So, jetzt gehen wir einmal hier. Jetzt sehen wir, das passt so ungefähr. Nur den einen Ecken hier unten. Den bekommen wir nicht drauf. Also den hier. Müssen wir einfach hier die Maske an sich mit dem bisschen bearbeiten, sodass das Ganze passt. Und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen. Wird jetzt die Maske größer. Allerdings ist es jetzt noch so, dass natürlich die ganze Zeit das so komisch hier aussieht. Deswegen gehen wir jetzt hier ganz an den Anfang, setzen bei Deckkraft erst einmal 0%. Dann gehen wir, keine Ahnung, ein ganz kleines Stückchen nach vorne, direkt auf 10% hoch. Dann hier können wir schon auf 20% gehen, würde ich sagen. Und hier müssen wir jetzt langsam ja den Shot schon im Gesamten sehen. Deswegen gehen wir hier direkt dann auf 60% hoch. So. Obwohl, ne, nicht 60. Hier gehen wir schon auf 100. So, ziehen das Ganze noch einen Ticken nach hinten. Den hier löschen wir. Was habe ich jetzt gemacht? Hoppala. Den falschen gelöscht. Dann schreiben wir halt hier nochmal 100 hin. So. Wenn wir uns das jetzt anschauen. Sieht das eigentlich schon ganz cool aus? Nur, dass wir hier schon auf 100% sein müssen. So, dann einmal hier 100 eingeben. So, dann passt das auch schon. Was habe ich denn da gemacht? Irgendwo habe ich hier noch einen Keyframe, der da nicht hingehört. Einfach hier mal alles löschen und dann 100 reinballern.
So. Und dann sieht es so aus, als würde der Stein hier reinfliegen. Natürlich müsst ihr euch das Ganze jetzt einmal in Realtime ansehen. Also so sieht das dann im Video ungefähr aus. Ich habe hier noch im Hintergrund gerade Gummigeräusch, muss ich hier mal ausmachen. Und dann sind wir direkt schon im neuen Shot drin. Dann müssen wir natürlich noch ein bisschen Color Grading machen. Und ich würde sagen, wir müssen noch eine kleine Sache machen. Und zwar haben wir hier die die weiche Maskenkante. Und die würde ich immer noch auf 20 stellen. Denn dann sehen wir, wenn wir jetzt hier so ein bisschen reingehen, wenn ich es mal auf 0 mache, das ist so eine harte Kante und ihr seht, umso mehr, höher ich drehe, umso mehr blurry wird das an den Rändern. Ich glaube, wir stellen sogar 20, hat das gereicht? Ja, schön 20 ist okay. Stellen wir es auf 20. Wir müssen natürlich schauen, wie es bei euch am besten aussieht. Und da würde ich sagen, mache ich auch gerade ein kleines Color Grading und das war's dann. So, ich habe jetzt hier gerade noch die Color Correction gemacht und das ist mir aufgefallen. Ich habe komplett vergessen, hier in dem Bereich Motion Blur zu adden. Deswegen tippen wir jetzt hier oben bei Effekte einfach mal schnell Transformieren ein. Da ist der Effekt schon. Ziehen den direkt auf die Ebene hier drauf, wo der Motion Blur drauf soll, also auf hier, die, wo das neue Bild kommt. Und dann schauen wir, wo der Punkt ist, wo das Bild komplett drauf ist, also wo keine Ecke mehr hier so ist. Das müsste jetzt gleich der Fall sein. Noch ein Frame. So, dann passt das auch. Und dann gehen wir hier zu Skalieren, drücken da, wenn da 100% ist, einmal auf die Stoppuhr. Und dann gehen wir mal zurück. Und jetzt können wir uns eigentlich aussuchen, von wo wir beginnen mit dem Motion Blur. Ich würde sagen, so hier ist der richtige Punkt. Da müssen wir hier noch reinzoomen einfach. Gehe ich mal so auf die, ja, so 200% irgendwas bei mir jetzt in dem Fall. Denke ich, sollten reichen. Dann passiert jetzt was Magisches, wenn wir hier auf die Stoppuhr gehen und dann die Zahl hochziehen. Umso stärker wir die Zahl hier jetzt hochziehen, umso mehr Motion Blur bekommen wir. Das heißt, mit dem Regler können wir aussuchen, wie viel Motion Blur wir bekommen, wenn der Haken da draußen ist. Wenn wir jetzt hier mal schauen, das rendert gerade nur ein bisschen schlecht vor, weil das halt relativ rechenintensiv ist, sehen wir jetzt schon, dass hier das alles so ein bisschen blurry ist. Ich kann auch mal hier den Haken reinmachen, seht ihr, das wird alles direkt so ein bisschen schärfer. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Motion Blur geht noch, oder? Gehe ich mal hier auf 250 hoch, ungefähr. Dann sehen wir schon einen richtig krassen Unterschied, wenn wir hier den Haken reinmachen und den nochmal raus. Das sollte nämlich dann alles ein bisschen cooler aussehen. Ein bisschen natürlicher auch. Und dann können wir hier oben noch rechtsklick auf diese kleinen Punkte machen. Dort Bezier drücken. Dann nochmal hier hingehen und dann hier rechts, hier links den Punkt runtergehen und dann machen wir hier noch so eine kleine Kurve rein. Oder ich zumindest, könnt euch dann aussuchen, wie das dann euch am besten gefällt. Mir gefällt das eigentlich so relativ gut. Ja, so lasse ich das jetzt. Das rendere ich dann noch gerade und dann war es das jetzt eigentlich. Dann hoffe ich, das Tutorial hat euch gefallen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare rein, was ich das nächste Mal besser machen soll, denn das war jetzt das erste Mal, dass ich das gemacht habe und noch bin ich nicht wirklich erfahren. Wenn ihr noch irgendwie was wissen wollt, wie ich das mache, ab in die Kommentare damit, vielleicht kann ich es euch erklären. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.